Hallo, ich bin Dina Kalfin mit einem wöchentlichen Video-Digest zum Skyway-Projekt. Diese Ausgabe bringen wir vom Homeoffice, um die Quarantäne weltweit zu unterstützen. Machen Sie es sich bequem und lassen Sie sich informieren, was es für das Skyway-Projekt seit dem letzten Video-Digest Neues gab. Heute geht es um Folgendes. Arkeline Wooden Houses zeigt uns Fotos zum Öko-Haus. Ein Interview mit Raman Mavaha, Senior Vice President von Skyway Greentech. Mitarbeiter der GmbH InCDEV über die Funktionsweise des intelligenten Skyway-Systems. Jetzt im Einzelnen. Arkeline Wooden Houses, ein Auftragnehmer von Skyway in Charger, brachte auf seiner Webseite Fotos zum Bau des Ökohauses. Die Bilder zeigen die Entladung der Baustoffe zum Baubeginn, die Erstellung des Fundaments und die Errichtung der unteren Balkenlagen. Vertreter von Arkeline Wooden Houses gingen auf die Besonderheiten des Ökohauses ein. Das Projekt kombiniert umweltfreundliche Bautechnologien, amerikanische Steckdosen und separate Wasserleitungen, die aus religiösen Gründen in den VAE benötigt werden. Das Ökohaus in Charger hat zwei Funktionen. Zum einen ist das ein Hauptquartier des Skyway-Projekts im Nahen Osten. Zum anderen steht das Ökohaus als Konzept für eine umweltfreundliche Bauweise. Wir machen Sie weiter mit den Mitarbeitern des Projekts in Charger bekannt. Michael Kiritschenko, der Leiter des Informationsdienstes, sprach mit Raman Mavaha, Senior Vice President von Skyway Greentech. Raman Mavaha arbeitet mit Skyway-Projekt seit vorigem Sommer. Raman Mavaha sammelte in 30 Jahren Erfahrungen auf dem Gebiet von Infrastrukturprojekten. Im Interview betont Raman Mavaha, dass die erste Bauphase des Innovationszentrums demnächst zu Ende geht und die zweite Phase beginnt. Die Herrscher der Emirate Fujairah und Abu Dhabi fanden die Erfolge von Skyway interessant. Wir erinnern daran, dass Skyway Greentech ein Tochterunternehmen von Skyway ist. Sie ist für die Verbreitung des schienengebundenen Seilverkehrs in den VAE zuständig. Den Link zum Interview finden Sie in der Beschreibung zu diesem Video. Die Arbeit am neuronalen Netzwerk für den schienengebundenen Seilverkehr ist abgeschlossen. Mitarbeiter der GmbH InCDEV, eines Partnerunternehmens von Skyway, informieren über die Funktion des intelligenten Systems. Die Skyway-Fahrzeuge werden von einem intelligenten System gesteuert. Dies ermöglicht ein sicheres, autonomes Fahren. Derzeit testet man das intelligente System am Prüfstand. Der Mitarbeiter der GmbH InCDEV simulieren den Betrieb des schienengebundenen Seilverkehrs in den VAE. Das intelligente System mit zahlreichen Sensoren ist in der Lage, die Funktion der Geräte innerhalb der Fahrzeuge zu diagnostizieren und auf Hindernisse auf der Trasse zu reagieren. Anatoly Junitsky, der Skyway-Chefkonstrukteur, zeigte am Unibus, wie das intelligente System funktioniert. Dies geschah im Jahr 2019. Den Link zum Video finden Sie in der Beschreibung. Das waren die Nachrichten dieser Woche. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die weiteren Nachrichten nicht zu versäumen. Bleiben Sie zu Hause bei Ihren Nächsten und genießen Sie die Zeit. Alles Gute und auf Wiedersehen!